Wir möchten gerne informieren heute über die Badegastzahlen, die wir bisher haben. Wir haben ja einen Ausnahmesommer, das haben Sie alle gemerkt. Über 1 Million Besucher in den Sommerbädern bis Ende Juli, 1.310.000. Das ist ein echter Rekord. Unser besucherstärkstes Bad, das ist hier das Prinzenbad. Da haben wir jetzt schon über 200.000 Besucher gehabt bis Ende Juli. Danach kommt dann Wannsee, Wilmersdorf, Neukölln. Das sind auch sehr besucherstarke Bäder. Aber Prinzenbad immer mit Abstand auf Platz 1. Bei diesem Besucherandrang haben wir ein echtes Thema mit den Wasserwerten. Das Bad muss sich ja über Nacht regenerieren. Wir dürfen ja nicht hier gesundheitsgefährdende Wasserwerte bekommen. Wir müssen die Filter, durch die das Wasser den ganzen Tag läuft, die müssen gereinigt werden. Die einzelnen Becken brauchen, wie gesagt, diese Zeit, gerade mit dieser enormen Auslastung, die wir derzeit haben. Wir laufen, wie gesagt, sehr an den Grenzen. Ja, wir laufen auch an einer anderen Stelle an die Grenzen, nämlich bei unseren Leuten. Sie können sich vorstellen, 8 Stunden hier in der Sonne, Wasseraufsicht, gucken, dass nichts passiert, dass wir keine Badeunfälle haben. Und das ist ein Knochenjob in diesem Sommer, weil es auch keine Tage gab dazwischen, wo es mal kühler war. Insofern möchte ich an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen an unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Bädern, für die das sehr, sehr anstrengend ist. Wir sind ja eh knapp an Personal. Wir sind im Moment dabei, auch zu gucken, wo können wir noch aus welcher Halle jemand in die Sommerbäder holen, damit wir hier keine Einschränkungen machen müssen. Wir brauchen da dringend mehr Geld für Personal und eben auch für die Sanierung. Die sind so in unserer Planung nicht enthalten.